Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und ja, jetzt verlegen wir mal eine Armee Richtung Osten, also Südosten. Ja, ich würde mal sagen, Britannien erklären wir dann nächste Runde den Krieg. Beziehungsweise dann, also gleich. Und dann machen wir irgendwas Tolles. Warte mal. Okay. Ich will mal kurz schauen. Britannien. Minus 2. Ich schau mal, ob er mir jetzt den Krieg erklärt. Wenn nicht, mache ich's. Mal schauen, was auch Massilia jetzt macht, weil die haben mir ja. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun klettert ihr an Bord. Lol. Also an sich ja, aber so nicht. Also ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfe. Du bist so klein und ich bin so groß. Hallo? Nein. Ich meine, der hat ja seinen Vertrag oder sein Abkommen mit mir gebrochen. Also dementsprechend ja, sollte er bezahlen, nicht ich. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass er rauskommt. Ist eigentlich ganz cool. 4600 gegen 2,7. Let's go. Da können wir uns, glaube ich, eher weniger einbunkern, weil ich bin ja der Aggressor, ne? Wobei, nein. Er greift mich an. Er greift mich an. Das heißt, ich werde mich wieder hier ein bisschen verschanzen tun. So. Der kommt mal ganz nach da. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Da müssen wir halt ein bisschen. Ja, das mache ich dann. Da müssen wir uns dann ein bisschen drum kümmern. Dass unser General nicht stirbt. Aber er kommt zu mir, ne? Ja, sehr gut. Ja, weil er greift nämlich mich an. Ich bin ganz, ich bin nicht der Aggressor. Ich bin ganz unschuldig und mach gar nichts. So. Warte, die stellen sich mal so ein bisschen schräg auf. Genau. Warte, du kannst eigentlich weg. Die beiden kommen hier hin. Ihr beiden macht hier zu. So, du kommst hier rüber, du kommst hier hin. Ihr seid gut so, du bist da auch sicher. Okay, sehr schön. Dann let's wait.
schon lustig, dass man sich hier wirklich so einbunkern kann, ne? Also lustig ist es eher weniger, aber interessant. Nee, ich will eine coole Aufnahme haben. Wann schießen die denn? Ah, jetzt hat. Ich mach mal brennenden Schuss, weil den sieht man besser. Oh, wie cool das aussieht. Okay, gut. Jetzt machen wir mal normal weiter. So, Standardschutz, Schutz, Ich hab den Standardschutz ausgewählt. So. Unser General wird angegriffen. Bogenschützen! Feuer! Feuer! Wieso gehen die so weit nach vorne? Wahrscheinlich nur, weil die den General angreifen wollen. Aber hier die Plänkler müssen auch weg. Hier die Plänkler. Okay, die sind ziemlich malträtiert worden von den Plänklern. Ah ja, die Plänkler sind halt heftig. Die Plänkler sind schon nicht ganz so... Bitte hier drauf. Ihr kommt auch hier hin. Ja, der war gerade noch rot. Und dann schicke ich die auf den anderen und sofort werden die orange. Jetzt hört auf mit den Schmarrn. Sofort werden die orange. Also wanken nicht mehr. Und dann kommt eine fette Salve. Ne? Ja, das ist nicht ganz so realistisch. Ich erwarte eine Verteidigung. Nee, eine Entschuldigung. Nein, aber... bisschen nervig. Warte, nee, So, hier die lösen mal die ab.
Du kommst auch auf die andere Seite. Der feindliche General ist tot. Das ist natürlich praktisch. Gut, dann fange ich mal hier an. Die Gegen Klammer zu machen. Bitte angreifen. Und du bitte hier angreifen. So. Hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, ich mache hier mal komplett dicht. Zu Befehl. Verstanden. So. Ah, schnell, 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 schnell. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, schade. Aber einige sind schon gestorben. Tja, schade. Da sind die zu schnell gebrochen. Ah, das ist echt gemein hier. So eine. Also, ja. An sich, so eine Klammer ist echt. Was hier echt böse ist. So. Ich könnte mal ein Video machen. Also, ich habe ja die Tutorials zu. Ja, Rome Total War 2 gemacht. Ich könnte da, also auch zu Taktiken und so weiter. Und es gab schon ein paar Fragen zu Taktiken, was man gegen dies und das und jenes machen kann. Und ich könnte mal eine Taktik machen, was man machen kann gegen eine Umklammerung. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wobei, sowas ähnliches habe ich ja eigentlich schon gemacht, ne? Also ich habe ja schon... Ich habe ja eigentlich schon mit den Römern, ne? Also die Tiefe gegen die... Also die tiefe Aufstellung gegen die breite Aufstellung. Ja. Da habe ich schon mehrmals gehört, oder also mir wurde schon mehrmals gesagt, dass das ein bisschen blöd ist, weil beides eben die gleiche Farbe hat. Und das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte halt das mit den, also dass beide Römer sind, wollte ich halt dann, also da wollte ich halt komplett die gleichen Situationen und Stärken machen. Aber ja, das ist echt blöd, dass man hier die Farbe quasi auch nicht auswählen kann. Schade, schade, schade. So, ja. Was machen wir jetzt? Die Ikene haben immer noch keinen Krieg erklärt.
Wir sind bei minus 300. Ja, komm. Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur... Bitte, ja. Kommandant, niemand wird entkommen. Das habe ich jetzt automatisch gemacht, auch wenn der jetzt eigentlich sehr gut war. Beziehungsweise, also der hatte halt viele Einheiten da. Soll ich den angreifen? Schwertbande. Ah, nee, ich bleib einfach bei der Brücke. Könnte halt sein, dass ich dann bei der Brücke von zwei Seiten angegriffen werde, aber das ist auch kein Problem. Dann kann ich euch mal zeigen, wie man sich erfolgreich einigelt, wenn man sich nicht am Rand einigelt. Also, genau, so. Ich komme durcheinander, wenn das nicht Richtung Norden ist. Was noch? Genau hier, den da. Mache ich jetzt automatisch, weil... Ja, Plünder brauche ich eigentlich nicht. Weil, also an ja, ich habe genug Geld, ich habe... Ich meine, wir haben jetzt 700.000, also über 700.000. Da muss man doch nicht plündern. Das geht so. Das geht einfach so. Okay. So, dann switche ich mal kurz durch, ob noch irgendwas fertig gebaut wurde. Und dann gehen wir schon in die nächste Runde. Ah, hier. Ah, das ist so viel angenehmer als die Seleukiden. Die Seleukiden-Challenge. Alter, die ist echt anstrengend. Da habe ich ja jetzt zum Beispiel auch... Wir kommen mit Stärke zu euch, um Worte der Stärke zu... Interessant. Der denkt wirklich, dass er mich besiegen kann? Was wollte ich jetzt sagen? Genau, bei den Seleukiden habe ich jetzt das so gemacht, dass ich das jetzt pausiere. Quasi ich spiele das jetzt so lange offline, bis wir ein bisschen vorwärts kommen, weil momentan ist es wirklich nur so, dass eigentlich jede Schlacht ist wie die andere. Und ja, also ich kann voll gut verstehen, wenn das einfach nur krass langweilig ist. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, dass ich das ja jetzt nicht machen. Also, dass wir das jetzt einfach so machen. Ich spiele das privat, also offline. Und genau. Punkt. Nee, und wir schauen halt einfach, wann das weitergeht. Wann das ein bisschen spannender ist. Ja, die anderen ist ja alles. Ja, ich habe nicht wirklich gute Positionen, um das zu verteidigen. Wir haben Pikiniere, Hopliten, okay. Ja, ich werde mich wieder hier aufbauen, weil dann sind die am nächsten dran. Achso.
Und da habe ich safe einen Turm. Also, ja, wobei hier habe ich. Nee, hier mit dem Turm kämpfe ich. Periökische Hopliten! So. Hat er gerade gesagt, Klappe halten? Ich glaube es ja kaum. So, okay. Gefecht, starten. Bemannt und Schiffe bereit! Stehen wir im Namen derer, die nicht kämpfen können, die sich auf uns verlassen, ihre Heime zu verteidigen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Guten Tag. Mag auf unseren Schultern lasten. Doch. Was ist das denn? Achso, Zu den Waffen! Mhm. Ja, Kommandant. Wie ihr befehlt! Cortana! So. Zur Küste! Cool, die sagen zur Küste. Muss ich mal ein bisschen aufräumen. Schön Schaden machen. Und so schnell es geht. Weil die sind ja auch bald nicht mehr einsatzbereit. Ja. Eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition verbraucht. Okay. Kann der noch schießen? Ja, der kann noch schießen, aber. So. Knapp. Ich mach mal wieder brennend, weil dann rollen die noch ein bisschen und machen ein bisschen mehr Schaden. Ich mach mich mal ein. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Ja. Oh, warte. Ich muss ja die da mal vorwärts schicken, also nach hier. So. Jetzt können wir weitermachen. Oh, Entschuldigung. Das hat gesessen. Auti. Gleich ist es vorbei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Die schlängeln sich sehr, 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 sehr gut hier durch. General!
Oh je, oh je. Periökische Hopliten! Hopliten! Formt eine Phalanx! Perioken! Bartane! Ficken bereit! Warte, ich stell die mal hier so auf. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Oh. Die sind ja schon hier. Bereit zum Einsatz! Zielen! Zu Befehl! Ja, Verstanden! Doppelte Geschwindigkeit! Gut, ja, die Schlange ist ein bisschen lang. Jugendliche! So, dann halten die mal auf. Ja, das läuft überhaupt nicht so, wie ich dachte, aber ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie die hier, die sind so geil, so scheiße verpackt, das gibt's gar nicht. Warte, ich geh mal hier weg. Und hier geht mal auch weg. Nachzügler bleiben einfach zurück. Wanken. Jetzt bist du doch sicher, meine Güte. Wie tief gehen die denn? Wie Alter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Achso. Schießen? Ja. Das ist gut. Auf Fliegen! Auf Fliegen verlangt!
Das sind die da hinten. Der kann mir zu viel schießen hier. Der macht mir zu viel Schaden. Der macht mir hier sehr viel zu Schaden. Also sehr viel, zu viel Schaden. Aber Hauptsache ist, dass der Turm die ganze Zeit weiter schießen kann. Das ist sehr, sehr gut. Wie schießen die eigentlich? Ach, die schießen gar nicht. Die schießen auch. Man sieht halt, wie viel die schießen, ne? Warte, ihr kommt mal runter. Ihr kommt auch mal runter. Ja, der verteidigt hier zu gut. Dann kann ich da nicht runter. An sich müsste ich... an sich müsste ich jetzt aggressiv rangehen. Jetzt treibe ich die mal zurück. Wie ihr befehlt. Makana, doppelte Geschwindigkeit. Ihr dürft mal zurück. Piloten! Doppelte Geschwindigkeit! Halsleunerer! Doppelte Geschwindigkeit! Makanische Piken! Schnelles Marschieren! Könnt ihr die hier angreifen? Ja. Schön. Alter, was für ein Verhau, ne? Kuddelmuddel. Dass die das immer wieder versuchen. Die wollen einfach sterben. Es ist echt verrückt. Es ist echt verrückt. Da.
Angriff. Was machst du da? Wo ist er? Da ist er. Mal schauen, wie lange der... Jetzt ist er tot. Okay. Alter. Und die schießen einfach nicht, ne? Nö, kein Bock. Unmöglich. Wie kann es sein, dass hier durch diese Traube dass hier welche durchkommen? Der General ist da ziemlich gefährdet. Ich tu mal den wieder hoch vielleicht. Also ich tu mal die beiden wieder hoch. Das war der falsche. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sparta! Greift ihre Positionen an! So, los geht's. Ich mach mal ein bisschen einen kleinen Austausch. Ah! Die schießen ja. Eigentlich eine Verteidigungslinie machen. Aber irgendwie kann ich hier nicht mehr gut ziehen. Beziehungsweise die nicht mehr gut in Formation bringen. Bitte geschwind dich durch!
aber es läuft. Dann hole ich mal den. Die ruhen sich mal aus. Die machen hier mal dicht. Und die machen hier dicht. Dadurch habe ich zwar ein bisschen was verloren. Aber Informationen sind die sehr viel stärker. Informationen sind die Spartaner immer sehr viel stärker. Hier, warte, ist das das? Nee, das steht woanders. Ey, der Kampf, der dauert wieder viel zu lange. Ich spur mal vor. Der feindliche General ist tot. Ich tausche mal aus und greife jetzt an. So, die da ganz hinten hin. Ich habe den da gesagt, gemeint. Das ist jetzt unpraktisch, dass der noch Fernkämpfer hat. Das ist jetzt nicht so gut. Platz tauschen. Sehr gut. Nein! Wieso denkt er immer, dass ich ihn meine, wenn ich den anklicke? Bisschen von sich selbst eingenommen, ne? So, Angriff. Excellent, ne? Ach, das ist doch egal. Ja, das ist halt mit denen ein bisschen blöd. Aber wenn ich hier die Verteidigung breche, dann habe ich dann wieder mehr Leute im Petto. Greift halt einfach frontal da rein an. Eieiei. Manche sind einfach dumm. Könnt ihr da hinschießen? Ne, kann sie nicht. Und was macht ihr schon wieder? Ihr seid Soldaten, meine Güte.
Ja, wobei, ihr seid einfach nur dumme KI. Ach, jetzt habt ihr es geschnallt. Schön. Ich bin erstaunt. Okay, aber somit sollte ich den haben. Ja, das bringt jetzt eigentlich nichts, die nochmal zurückzuholen. Genau. Ja gut. Puh. Eieieiei. Das war doch ein relativ anstrengender Kampf. Aber okay. Da hatte halt viel. Aber ja, also bei dieser Schlacht ist es halt. Oder bei dieser Stadt ist es halt relativ schwer, das wirklich einzunehmen. Weil der Hauptplatz ist so richtig geil verteidigt. Also mit der fetten Tür, also mit einem Turm ist schon mehr als das meiste. Und wieso nimmst du nicht noch den da dazu? Oh, dann wäre es spannend gewesen. Naja. Genau, also bei der Stadt ist es halt extrem schwer, das vollständig zu erobern. Aber naja, so sind halt Städte. Gut, danke fürs Zuschauen. Es ist mega überzogen worden, aber ja. Trotzdem danke und bis zum nächsten Mal. Bye bye.